Also ich finde es im Gegensatz zu anderen Spielen ist der Ingame-Sound relativ leise, obwohl ich das aufs Maximum jetzt inzwischen habe. Also ich meine, zumindest nach der Aufnahme her. Warum auch immer. Oh, ich wollte schon wieder mit Dreieck nachladen. Oh, yeah. Sacke. Ah, nehmen wir die Para. Ja, ich sagte. Ach so, ja, stimmt, wir müssen gedrückt halten. Ah, nehmen wir die oder behalten wir das Schrot? Schwierig. Ja, die hat schon. Ja, wir nehmen die hier. Und mit der können wir ein bisschen besser auf der Entfernung kämpfen. Müssen wir ganz kurz schauen hier, ob es noch etwas gibt. Okay, ich dachte, ich hätte hier etwas gesehen, aber vielleicht war es einfach bloß ein Glanz. Können wir die eigentlich runterschießen? Das sieht nicht so aus, okay. Wäre aber auch ganz cool. Ich weiß gar nicht, ist das so ein leichtes Auto-Aiming oder weil man merkt, wie das Fadenkreuz immer so bis rüber zieht, wenn der sich bewegt, also dass das so leicht mitgeht. Ja, das sollten wir einfach mal tun. Hätten wir. Brauchen wir ein bisschen Munition? Okay. Los, los! Dafür nicht in die Hölle. Mist. Was? Ist nichts drin. Was? Oh, du bist so ein Arschloch. Er ist dein Bruder. Okay, das Piratensymbol. Sehr gutes Zeichen. Das sind Averys Insignien. Was ist das? Ah. Rhodium mecum eris in paradiso. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat Jesus zu Dismas am Kreuz gesagt. Genau. Aber was sind das für Zahlen? Wofür haltet ihr die? Eine Art Code. Oder eine Telefonnummer. Kommt schon. Das sind Daten. Hm? Hier. 1659. In dem Jahr wurde Avery geboren. 1699. Lass mich raten. Sein Todesjahr. Den meisten Berichten nach ja, aber wir haben also ein Geburtsdatum, ein Todesdatum und das Paradies. Das heißt, wir suchen nach Averys Grab. In der Kathedrale des heiligen Dismas. Nun langsam. Dort hat Rafe doch schon ewig lange rumgesucht, oder? Ja, die Kathedrale. Seht ihr die Symbole? Ja. Die findet man auf alten schottischen Grabsteinen. Okay,
Jetzt seht her. Der Grundriss des Orts ist sehr ungewöhnlich. Hm. Hier ist die Kathedrale, aber der Friedhof ist ganz hier drüben. Rafe hat sich die falsche Stelle vorgenommen. Genau. Leute, wir müssen nach Schottland. Okay, okay, halt. Moment mal. Euch ist doch klar, dass Rafe weiß, dass ihr kommt. Ja, darum kümmern wir uns, wenn wir da sind. Dieser Psycho wartet doch nur darauf, dass ihr auftaucht. Und er hat Nadine und ihre gesamte Armee hinter sich. Ja, aber das hier hat er nicht. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nah. Ich dachte, es ging darum, Sam zu retten. Wollen wir. Aber komm schon, wir wollen doch beides, stimmt's? Wir brauchen den Schatz, damit wir Sam retten können. Wie findet Elena das alles eigentlich? Ach, je, Junge. Das ist nicht so einfach. Nach allem, was ihr zwei durchgemacht habt. Sie würde es nicht verstehen. Du traust ihr einfach nicht genug zu. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Nathan hat recht. Die Dinge liegen jetzt anders. Rafe ist involviert und ich krieg das allein hin. Ehrlich. Mhm. Super. Tja, danke für den Rat, ihr zwei Experten. Entschuldigt mich. Hey. Ich bin's, ja. Was geht dir durch den Kopf, mein Lieber? Hör zu, mir ist klar, dass es nicht leicht war. Die ganzen Jahre. Tut mir leid, was dir zugestoßen ist. Aber das ist nicht seine Schuld. Das habe ich auch nie gesagt. Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen. Ich zwinge ihn nicht dazu. Er wollte es. Er ist für dieses Leben geschaffen. Glaubst du das wirklich? Warum bist du hier, Victor? Weil irgendjemand auf ihn aufpassen muss. Nein, wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Ja, mache ich. Okay, ich liebe dich auch. Bis dann. Ja, ich habe ihr gesagt, dass der Job ein bisschen länger dauert als erwartet, was ja auch stimmt. Okay? Na komm, was meinst du? Sam braucht immer noch unsere Hilfe. Naja, ich habe gehört, das Wetter soll in Schottland um diese Jahreszeit ganz toll sein. Tja, Rafe will's wirklich wissen, ne? Die konzentrieren sich nur auf die Kathedrale, das ist gut. Denn so sind wir auf dem Friedhof ganz ungestört. Sully. Ja? Hey, pass auf, wir können loslegen. Okay, Kleiner. Wart mal ein Teil. Letzte Chance mitzukommen. Ach, naja. Wenn du keinen Aufzug für mich hast, passe ich lieber. Okay, dann bis später. Hey, Nate. Ja? Also, bring mir was Schönes Glänzendes mit, ja? Das habe ich vor. Gut. Dann besuchen wir mal Captain Avery, ja? Das Grab von Henry Avery. Ja, schon 8. Kapitel. Als Avery hier angekommen ist, war der Ort bereits verlassen. Das stimmt wohl. Bei dem hohen Kopfgeld auf ihn, der sich hier versteckt. Das sieht auch geil aus. Das könnte auch so ein altes Gemälde sein. Also wenn man so die Kathedrale dort vorne sieht. Also das sieht schon echt fett aus. Da unten irgendwo ist Sully. Ja, das mit den Waffen, das wissen wir ja bereits. Ich kam nicht mit ihm klar. Er hatte bestimmt auch genug von mir. Ich musste deinen Tod verarbeiten und er war frustriert, dass er den Schatz nicht fand. Naja. Als ich fort bin, hätte er mich wohl am liebsten umgelegt. Überleg mal, was er dir jetzt antun will. Ja, lieber nicht. Sam, hör zu. Er ist skrupellos. Noch schlimmer, als er es im Team mit uns schon war. Ich kenne Geschichten. Glaub mir, ich auch. Noch ein Grund, warum ich kein schlechtes Gewissen habe. Und hast du es so in Erinnerung? Was, die Kathedrale? Ja. So ziemlich, aber es ist lange her, ist etwas verblasst.
dieser Kran, Sprengstoff. Ich glaube, der Diebstahl des Kreuzes hat unseren Rafe nervös gemacht. Ja, ein wenig. Ja, ich habe gehofft, dass wir jetzt vielleicht noch ein optionales Gespräch finden. Es muss ein Schock für Avery gewesen sein, als er aus den Tropen hierher kam. Also, das kann ich verstehen. Ja, sicher. Wegen der Zeit im Gefängnis. Ja, du glaubst nicht, wie sehr ich die Kälte vermisst habe. Ja, ich schaue mich gerade ein bisschen um, ob wir vielleicht noch einen Schatz finden. Da steht jemand auf den großen Knall. Da ist jemand ziemlich verzweifelt. Aber scheinbar nicht. Na gut, da wir ja sowieso die meisten Schätze haben, würde ich sagen, wir kümmern uns einfach um unser Hauptziel. Und das meine ich sofort, das ist so geil, man merkt, wie das so alles nachrutscht. Ich meine, klar, wenn man genau hinschaut, ist es bloß eine Textur, die sich nach unten bewegt. Aber es macht schon einen geilen Effekt. Ist das tief? Ja, suchen wir einen anderen Weg nach unten. So. Okay, hier müssen wir nochmal ein bisschen rutschen. Bei Sam sieht das irgendwie ganz cool aus. Das sollte halten. Oh, gute Idee. So. Was ist denn das? Ausgrabungsausrüstung. Schorlein? Was? Da. Ich dachte, die wären an der Kathedrale. Scheiße! Unter! Okay, Headshot. Sehr schön. Na, komm. Oh, sehr schön. So, da ist wohl tot, der andere. Okay, alles okay. Ja, sehr erfreut, Schorlein. Die haben uns wohl erwartet. Und die suchen fernab der Kathedrale. Weshalb wir zu diesem Friedhof müssen, sofort. Ganz genau. Ein Hirsch. Wir haben neben der Kathedrale gesucht. Ja, das haben wir. Ein bisschen, aber der Ort ist riesig. Wenn man nicht weiß, wo, ist das die Nadel im Heuhaufen. Oder der Sprengsatz im Heuhaufen. Ist aber schon cool hier mit dem Schnee und so. Das ist schon geil gemacht. Wir finden einen Grabstein, auf dem steht: Hier liegt Henry Avery, geliebter Sohn und berüchtigter Pirat. Wo ist denn der Hirsch eigentlich hin? Er will unbedingt unentdeckt bleiben und schreibt dann seinen Namen auf einen Stein. Manche hatten mehrere Wohnquartiere. Das größte natürlich beim Friedhof. Tja, zentral gelegen. Mehr Schorlein-Ausrüstung. Wenigstens keine Schorleiner. Na, wollen wir wetten? Yep, Dynamit. Hey, sei vorsichtig damit, ja? Achso, R1 halten. Und mit Dreieck können wir es abbrechen. Die Tür ist offen. Das war laut. Hier oben war auch noch eine Tür. Hoffentlich ist das in den Explosionen untergegangen. Aber wir gehen erstmal hier rein. Sieh mal, da ist ein Weg durchs Dach. Das ist zu hoch für eine Räuberleiter. Dann suchen wir was zum Draufklettern. Nein, dann brauchen wir noch etwas dafür.
Knasttür. Du machst das echt ganz gut. Ich habe in den letzten Jahren einiges in die Luft gejagt. Oh ja. Hey, damit können wir rausklettern. Ah, komm. Ich glaube, mit den kleinen Rädern wäre es wirklich sehr schwierig, überhaupt durch das hohe Gras das Ding zu schieben. Oh, komm, geh ins hohe Gras. Das sind die, vor denen Nadine uns gewarnt hat. Egal, der Befehl lautet: Ziele eliminieren. So, warten wir mal, bis einer hier ist. Ach komm, scheiß drauf. Aber auch gerade auf ganz schwer entdecken die einen ziemlich schnell. Also zumindest, ich habe es auf ganz schwer schon gespielt. Also zumindest nicht den Teil, aber The Lost Legacy. Und das basiert ja auf den Teil. Was zum Scheiße, was war das? Na komm runter. Warte mal, wir könnten ja, wenn die alle auf einen Haufen sind. Dynamit! Haben wir alle drei erwischt? Sehr schön. Waren das alle schon? Gut gemacht. Das hätte böse enden können. Ja, verschwinden wir, bevor jemand nach denen sucht. So, schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Okay, ich denke mal, hier gibt es nichts weiter. Können wir hier eigentlich auch Schlösser knacken? Nein, ne? Ich glaube, das ist erst bei The Lost Legacy so. Ja doch, ich glaube, das ist erst beim letzten Teil so. Also der letzte, der rauskam. Ja, komm. So, los. Auf geht's. Schönes Ding. Ah, fuck. Nathan, alles klar? Mir geht's gut. Folge mir. Ich benutze den Haken. Okay. So. Okay, meinst du, du schaffst das? Was willst du denn? Von mir hast du das gelernt. Schön, dann lass mal sehen. Siehst du? Ziemlich tollpatschig. So, müssen wir jetzt hierher. Holen wir mal kräftig Schwung. Sam, die Leiter da, ich komm nicht dran. Okay, warte. Ich komm rüber.